Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in der Diebesgilde und Zaira, die gute Dame hinter uns, hat uns in der letzten Folge gebeten, dass wir uns mit ihr treffen sollen und dass wir mal nachschauen sollen, ob Velsa, ein ehemaliges Mitglied der Diebesgilde, dafür verantwortlich ist, dass man uns verraten hat. Dem kommen wir natürlich gerne nach. Ich habe das jetzt extra so gemacht, dass ich jetzt von hier aus weitergehe. Moment, hier müssen wir raus. Auch wenn er uns jetzt da hinten was anderes anzeigt. Ich möchte jetzt hier erstmal rausgehen. Weil die wollen irgendwie immer, dass man den anderen Weg nimmt, egal wo man hin muss. Und wir müssen aber, wenn ich das richtig im Kopf habe und gerade noch richtig sehe, komplett außerhalb von der Stadt rum. So. Und zwar sollen wir den Riss in der Mauer finden, hat sie gesagt. Es war jetzt nicht so clever, hier gerade vom Reittier runterzukommen. Also, wir können... Nee, wir können Basti immer noch nicht mitnehmen. Den müssen wir am besten komplett außen vor lassen, würde ich sagen. Fallen. Überall. Darf nicht einschlafen. Das Eisenrad? Hier? Beschützen Sie Velsa? Was ist das? Eine Nachricht an Oberinspektor Ranbeek? Mal sehen, wie sie lautet. Verdammt! Verdammt! Planänderung. Das müsst ihr sehen. Diese Botschaft ist an Oberinspektor Ranbeek gerichtet. Es geht um einen Haftbefehl. Den Haftbefehl für Velsa. Sie arbeitet nicht mit dem Eisenrad zusammen. Sie ist ihr nächstes Ziel. Ihr seht enttäuscht aus. Velsa war die letzte lebende Person, die das Eisenrad auf unsere Spur gebracht haben könnte. Aber sie war es nicht. Natürlich nicht. Jetzt muss ich der Person, die ich am allerwenigsten mag, sagen, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Warum müsst ihr das tun? Ich kann sie nicht ausstehen, aber sie war immer eine unserer Besten. Ich könnte wirklich ihre Hilfe brauchen beim Wiederaufbau der Diebesgilde. Mein Auge hat gerade gezuckt. Wenn Velsa da ist, muss ich das im Griff behalten. Zeigt ihr bloß nie, wenn ihr flunkert. Gut zu wissen. Wie lautet also der Plan? Ich würde am liebsten einfach reinstürmen, damit das Eisenrad einen Grund hat, uns zu fürchten. Aber ich habe die Verantwortung und wenn ich gefangen genommen werde, ist die Diebesgilde erledigt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich muss mich in das Nest zurückfallen lassen, während ihr Velsa warnt. Ich bin Velsa noch nie begegnet. Wie soll ich sie überzeugen? Zeigt ihr die Botschaft des Eisenrads. Sagt ihr, dass Nikolas tot ist, wenn ihr müsst. Tut, was ihr könnt, um sie zum Nest zu bringen. Aber wenn sie sich weigert, lasst sie zurück. Ich schulde ihr eine Warnung, aber mehr nicht. Nun gut, sagt mir, wo ich sie finden kann. Geht ein paar Stockwerke höher und sucht nach ihrer Villa. Man verläuft sich leicht, aber haltet einfach nach einem großen Garten Ausschau. Und achtet auf Fallen. Velsa ist sehr engagiert, wenn es um die Wahrung ihrer Privatsphäre geht. Was für Fallen? Die Sorte lästig und mit Gift getränkt. Ganz ihren Wesenszügen entsprechend. Warum ist Velsa die Person, die ihr am allerwenigsten mögt? Wenn sie sich nicht zur Ruhe gesetzt hätte, dann wäre Nikolas noch am Leben. Ich sollte sowas nicht sagen. Sie ist sehr gut in dem, was sie tut. Wenn sie beim Mitgiftbeutezug dabei gewesen wäre, dann wäre uns diese ganze Tragödie erspart geblieben. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um in alten Wunden zu stochern. Na gut, dann heißt es jetzt Augen auf und ich darf niemanden töten, was ich sehr, sehr schlecht empfinde. Als sehr schlecht empfinde, weil, wie gesagt, ich habe den Angriff noch nicht. Ich habe das auch noch nie gemacht, muss ich gestehen, ohne dass ich jemanden getötet habe. Muss ich erstmal schauen. Moment, wir müssen darum.
Kaiser ist nicht abergläubisch. Ich sehe euch an. Bringt Unglück. Okay, hier war glaube ich noch nichts, ne? Oder zwei. Hallöchen, mein Süßer. So, die da hinten, das sind Wachen. Das sind allerdings Wachen, die man normalerweise töten darf. Ich muss aber dahin und höher. Wie war das jetzt? Ich muss, glaube ich, gar nicht da hinten rum, oder? Kommt die Wache hier oben vorbei? Nee, die bleibt nur da stehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wo ich rum muss. Könnt ihr Münzen erübrigen? Ah, es tut mir leid. Naja, es war doch in der Richtung. Okay, also wir müssen auf jeden Fall an den Wachen vorbei. Da ich keinen Unsichtbarkeitstrank habe, gehe ich mal stark davon aus, dass die mich sehen. Und natürlich sieht mich auch direkt die erste Woche. Oh, an dir komme ich leider nicht einfach so vorbei. So, wie war das jetzt? Da hinten kann ich nicht rum, sondern ich muss... Oder musste ich doch darum? Nee, darum musste ich, ne? Also der Weg, der war hier ein bisschen blöd. Da oben ist auch einer. Oh, da ist eine Kiste. Ich glaube, bisher habe ich da noch keine Kiste gefunden. So, schön da oben bleiben. Oh, Alter! Muss man mich so erschrecken? Also die würde ich ja normalerweise sonst killen. Ne, das wäre viel einfacher. Aber ich muss mich ja jetzt hier vorbeischleichen. Was ich persönlich jetzt nicht so toll finde. Kann der auch mal wieder nach oben gehen? Dann könnte ich nämlich eventuell... Ja, aber nicht auf dieser Seite nach oben gehen. Junge, so war das nicht gedacht. Jetzt müssen wir ja auch noch warten. Aber ich versuch's halt, ne? Ich meine, normalerweise würde ich hinterherlaufen, den umbringen und gut ist. Das kann ich... Ja, natürlich. Das kann ich halt jetzt nicht. Oh. Einmal entschärfen. Versteck dich, Mann. Ha! Ich muss nämlich über den Balken rüber. Die Frage ist jetzt nur, wann geht der auf die andere Seite? Geht er überhaupt auf die andere Seite? Ich meine ja. Aber bleibt wahrscheinlich direkt neben mir stehen, oder? Ja. Aber mit dem Rücken zu mir. Das ist schon in Ordnung. Das nicht. Oh. Oh. Hä? Ja, natürlich. Natürlich. Habt ihr euch beim Fallen den Kopf gestoßen, oder was? Ich bin im Ruhestand. Welser, bringt mich nicht zum Betteln. Das ist unserer höchst einträglichen Geschichte nicht würdig. Und wer ist das, Silberkralle? Wer beschmutzt da noch meinen Garten? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eine Freundin vielleicht? Wobei, ihr habt keine Freunde. Abgesehen von meiner bescheidenen, umtriebigen Wenigkeit natürlich. Seid ihr eine Art Wandergärtnerin? Was? Das ist mein erstes Mal mit euresgleichen. Ein höchst imposanter Auftritt.
Spürt ihr nicht den Blick von Welser auf euch lasten? Oh, er lastet auf mir. Vielleicht solltet ihr mit ihr sprechen. Der ist gut. Ihr seid an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr seid entweder ein Glückspilz, ein Holzkopf oder eine echte Könnerin. Ich habe mich da noch nicht festgelegt. Nun denn, mein Garten muss gemacht werden. Nur hinaus mit euch. Macht euch auf den Weg. Ich habe eine Warnung von der Diebesgilde. Welche Diebesgilde? Das Eisenrad hat sie doch alle getötet oder gebrandmarkt. Hat euer reizender Gildenmeister euch geschickt? Richtet Nikolas aus, ich hätte nicht übel Lust, ihm eine Ohrfeige zu verpassen, wenn er sein Gesicht hier zeigt. Mit einer Reitgerte. Einer in Brennnesseln eingewickelten Reitgerte. Nikolas ist tot. Zaira ist die neue Gildenmeisterin. Dann hat er wohl endlich seinen törichten Beutezug durchgezogen. Gildenmeisterin Zaira entsendet mir also eine Warnung, ja? Nikolas ist kaum unter der Erde und schon will sie mich aus dem Ruhestand holen? Sie möchte, dass ihr zum Diebesnest kommt. Das Eisenrad plant, euch festzunehmen. Hier, wir fanden diese Nachricht. In die alte Zisterne? Zaira würde mich nicht warnen, wenn sie nicht etwas wollte. Und ich würde mir gerne einmal ansehen, was für Rekruten sie so in ihr Diebesnest lässt. Nun gut. Helft mir, einen Gefallen zu erwidern, und ich spiele bei Zairas mickrigem kleinen Spielchen mit. Hierbei solltet ihr zustimmen. Was für ein Gefallen? Ah, ihr habt Interesse gezeigt. Ich werte das als Zustimmung. Der schreckhafte Khajiit, der so tut, als würde er nicht zuhören, ist Silberkralle. Fragt ihn, warum er unsere Hilfe braucht. Trefft mich hinter seinem alten Lagerhaus, nachdem ihr wisst, wo ihr da im Begriff seid, hineinzugeraten. Die Diebesgilde geht in Abbas Landung wieder ihrem Treiben nach? Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe. Sehr unerwartet, aber genau zur rechten Zeit. Wisst ihr, mein üppiges Lagerhaus wurde mir abgenommen, und zwar von einem äußerst verschlagenen und bösartigen Individuum. Wer hat euer Lagerhaus in Besitz genommen? Das ist die Frage, die ich mir auch ständig stelle. Eines Tages fand ich bei meiner Ankunft mir unbekannte Wachen vor. Sie jagten mich wie einen gemeinen Drachenfrosch aus meinem eigenen Lagerhaus. Jemand muss meine Aufseher bestochen haben, aber das ist nicht wichtig. Ihr sollt einfach nur zurückholen, was verloren ging. Bittet ihr mich, euer Lagerhaus zurückzustehlen? Was? Nein! Habe ich das in meinem alten Arbeitszimmer versteckte Hauptbuch etwa nicht erwähnt? Ich mag mein Lagerhaus verloren haben, aber das Hauptbuch ist doppelt so viel wert wie die ganze Bruchbude zusammen. Wenn ihr Welser helft, es mir zurückzubringen, wäre ich der Diebesgilde mehr als dankbar. Ich werde mich mit Welser am Lagerhaus treffen. Dann freue ich mich schon auf unser nächstes glücksverheißendes Treffen. Ja, und jetzt kommt der schwierige Teil. So, das ist noch Welsers Hütte. Da können wir dann auch nochmal alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Wo übrigens auch immer mal wieder schöne Sachen dabei sind. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. So. Ich habe das jetzt so verstanden, dass ich mich wie zu Hause fühlen soll bei ihr. Ne? Deswegen nehme ich einfach mal alles mit. Hinten ist auch noch was. Zack. Und weiter geht's. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte gerade noch gesagt haben, ja, hier sind ja keine Gegner. Und im nächsten Moment, zack. Oh, ne, das ist unten, oder? Oder ist das oben? Ne, das ist oben. Ah ja, ja, ja. Und ich komme, glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher, hier nicht hoch. Und auch nicht so einfach dran vorbei, ohne gesehen zu werden. Unten rechts muss ich hin, okay. Stulpenstiefel, die wollte ich jetzt nicht, aber egal. So, unten rechts. Da muss ich mal schauen, weil hier sind nämlich auch Wachen. Nicht nur Leute, die mich theoretisch verpfeifen könnten. So.
muss da runter, ne? Oder muss ich hier oben hoch? Ja, ich kann auch hier oben hoch und dann da runter. Die Frage ist nur... Der ist da hinten. Ich gehe mal direkt rein. Und wieder raus aus Versehen. Okay, da sitzt einer. Moment. Ach so, die dürfen mich auch nicht sehen, oder was? Ach du Schande, ich dachte nur, die Wachen dürfen mich nicht sehen. Das ist natürlich doof. Das hat der eine mich gesehen. So, ich bin mir relativ sicher, dass ich hier runter musste. Ah, da ist sie, okay. Ihr seid hier und noch dazu verhältnismäßig unversehrt. Als nächstes kommt der wesentlich schwerere Teil. Als erstes schleichen wir uns in das Lagerhaus. Danach observieren wir die Umgebung. Zu guter Letzt, und das ist der allerwichtigste Teil, tut ihr genau das, was ich euch sage. Silberkralle hat mir von seinem Hauptbuch erzählt. Gut, ihr könnt mit Anweisungen umgehen. Hat er euch auch erzählt, dass es voller schmutziger Geheimnisse über Händler aus Abbas Landung ist? Wie wird Saira reagieren, wenn ich ihr einen dankbaren Silberkralle und sein garstiges Hauptbuch bringe? Ich hoffe sehr, das bringt ihr Auge zum Zucken. Ich bin bereit, nach dem Hauptbuch zu suchen. Folgt mir. Und zwar leise. Okay. Oh, das war das. Oh, okay. Oh, ich hab's immer gehasst. Ganz ehrlich, ich hab's immer gehasst. Trottel. Bellt Lakaien die Befehle entgegen wie ein Hund. Oben auf dieser Plattform? Ich sehe ihn. Ich meinte Gildenmeisterin Saira. Aber ja. Wir müssen an diesem Aufseher vorbei, um das alte Arbeitszimmer von Silberkralle zu erreichen. Was ist der beste Weg, um das zu tun? Als erstes wartet ihr darauf, dass ich in Position bin. Dann lenkt ihr ihn ab, damit ich ihm eine auf den Kopf verpassen kann. Hier, nehmt diesen Stinkapfel. Stinkapfel? Was ist ein Stinkapfel? Ein von Alchemie durchdrungener Apfel. Wenn ihr ihn stark genug werft, platzt er auf. Und euer Gegner wird vom ranzigen Bouquet gekochter Nettfürze umwabert. Ihr solltet lieber nicht daneben werfen. Sobald wir uns um den Aufseher gekümmert haben, was kommt dann? Weicht den Wachen aus. Silberkralle hat sein Hauptbuch in seinem alten Arbeitszimmer versteckt. Dort treffen wir uns. Wartet ab, bis ich in Position bin. Dann werft ihr den Stinkapfel. Ich bin bereit. Ihr müsst aus den Beinen herausheben, nicht aus dem Rücken, Holzkorb. Was zum Beischorsknochen, was für ein Gestank! Hier entlang, rasch! Ja, sie darf das machen, was ich die ganze Zeit nicht machen durfte. Hinten ist eine Wache. Na komm, sag mir, wo du hingehst oder bleibst du da stehen? Ich glaube nicht, dass der da stehen bleibt, oder? Nee, natürlich nicht. Der geht nach oben. Die Wache ist auf dem Weg. Raus! Ja, du mich auch. Also hier, wenn man die Leute halt nicht umbringen kann, dann bekommt man hier halt eben Kopfgeld. Es ist blöd, aber was soll man machen? Die Wache wird jeden Augenblick hier sein. Letzte Gelegenheit. Die Wache ist da, aber was bringt dir das, alter Mann? Das Problem ist nur, das war Blödsinn, ne? Ich musste, glaube ich, da hinten rein und die Treppen hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, kannst du dich nur mal bewegen, damit ich gucken kann, dass ich da rein kann? Dankeschön, noch ein bisschen. Das war jetzt die letzte Warnung. Verschwindet! Okay, das war nicht hier. Da
ihr nicht gehen wollt, habe ich die Wache herbeigerufen. Ja. Oh, ja, die ist wirklich hier. Die steht natürlich genau da, wo sie jetzt nicht stehen soll, weil ich genau da hin muss. Aber auf der anderen Seite komme ich leider nicht hoch. Okay. La. Jetzt müssen wir leider warten, bis sie wieder auf der anderen Seite ist und die Leute da hinten werden uns dann auch gleich nochmal sehen. Das ist halt hier, wie gesagt, doof. Wenn man vorher nicht die dunkle Bruderschaft gemacht hat, ja, kriegt man hier halt eben Kopfgeld, beziehungsweise den Anfang hätten wir dann machen müssen zumindest. Aber gut, ich will es ja unbedingt nach der Reihenfolge machen, wie das Ganze rausgekommen ist. Und das ist nun mal eine andere. Das heißt, da fangen wir dann erstmal mit der Diebesgilde an. Oh, muss der jetzt gerade hier in die Ecke laufen? Ah, ich wusste, die springt links raus. Oh, da hinten ist auch nochmal eine Wache. Dreh dich um und geh. Nicht in meine Richtung, nicht in meine Richtung. Dreh dich um und geh. Dreh dich um und geh. Dreh dich um und geh. Alter, beweg dich. Oh, das ist nicht dein Ernst. Wieso bleibt der jetzt hier stehen? Kann der nicht einfach weggehen? So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis der wieder auf der anderen Seite vorbeigeht und nicht da. Wobei, theoretischerweise. Ja, theoretischerweise kann das auch funktionieren, genau. Wenn ich jetzt nicht so blöd wäre. Dass ich vorher nicht geguckt habe, dass ich da nicht rumkomme. So, jetzt geh bitte wieder den Weg zurück, wo du hergekommen bist hinten. Genau. So, da halte ich mich jetzt mal nicht auf. Das nehmen wir auch nochmal schnell mit. Den Typen hat sie ja ausgeschaltet. Die Sachen nehmen wir auch mit. So. Briefumschläge, da ist nichts drin gewesen. Das war der Typ mit dem Stinkapfel. Dann gehen wir mal hier raus. So, Welser. Hier drüben, schnell, ehe man uns sieht. Ach, jetzt muss ich das auch noch aufbrechen hier. Sagt mir das doch einer, dass ich hier so viele Dietriche brauche. Und jetzt geht der natürlich auch noch kaputt, das war so klar. So. Hier kann man sich meines Wissens nach normal bewegen die ganze Zeit, solange man... Achso, das war hier... Ja. Solange man nicht ja, in den Raum reingeht oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, solange man das nicht genommen hat. Ja, jetzt sehe ich auch die Markierung. Das heißt, hier könnt ihr dann eigentlich relativ in Ruhe erstmal alles einsammeln. So. Achso, das X markiert die Stelle, ja? So, Silberkralles versteckt durchsuchen. Da kommt jemand. Versteckt euch, ich habe eine Überraschung im Lagerhaus hinterlassen, aber sie ist noch nicht bereit. Noch nicht. Seht ihr? Keiner hier. Versucht ihr, euer Nickerchen zu überspielen? Todming ist stets wachsam.
Da ist ein Eindringling im Lagerhaus. Die Leute von Kosch sind auf dem Weg, um das Lagerhaus zu inspizieren. Wir haben keine Zeit für diesen Unsinn. Eine Explosion! Torkming wusste, da stimmt was nicht. Überraschung, ihr Narren. Ich gehe Silberkralle einsammeln. Wir treffen uns im Diebesnest. Okay. So, und jetzt verrate ich euch mal Trick 17. Anstatt hier diesen ganzen Weg hier wieder rauszugehen. Oh, ich habe noch nie gesehen, dass man auch durch das Fenster rausgehen kann, fällt mir gerade auf. Eine Explosion. Lauft zur nächsten Taverne. Mhm. Anstatt hier einfach den ganzen Weg wieder zurückzugehen. Wobei man das, glaube ich, gar nicht muss. Ja, theoretisch könnte man hier wahrscheinlich auch noch irgendwo runterspringen. Hier hinten sieht es eigentlich ganz gut aus und könnte dann den Weg zurückreiten. Ich mache aber eben Trick 17. Ich werde mich mal eben kurz zurück bzw. wegteleportieren. Begleich nochmal eben mein Kopfgeld und dann sehen wir uns gleich in der Diebesgilde wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Erholt und kopfgeldlos. Wir haben übrigens mittlerweile auch Rang 7 der Diebesgilde erreicht. Nicht der Diebesgilde, der... Wie nennt sich das? Ja, muss ich gleich nochmal gucken, wie sich das nennt. Oder was? Doch, die Diebesgilde? Moment. Bei offene Welt. Nee, Lug und Trug, genau. Lug und Trug haben wir erreicht. Ja, jetzt hätten wir natürlich 10% mehr Chance haben können. Die hätten wir gut in Rotgabe nutzen können, aber gut. Übrigens, wenn ihr die Gilde öffnet, da habt ihr dann natürlich die Diebesgilde drin. Da könnt ihr dann auch theoretisch noch einen Punkt reinmachen, dass das Kopfgeld schneller fällt. Das würde ich dann nämlich auch direkt mal machen, weil wir werden wahrscheinlich noch sehr viel Kopfgeld leider erhalten. So, dann geht es jetzt zurück zu Zaira. Oder auch nicht, wo ist er denn? Wir haben hier unten einen Auftrag. Ach so, nee, wir müssen... Ah, wir müssen zur Silberkralle. Ich bin hier völlig falsch. Hm. Entschuldigen Sie. Der ist auch nicht hier drin. Der ist... Oh ja, das brauchen wir auf jeden Fall dringend. Ich habe nämlich fast nichts mehr alleine, um meine Daily zu machen. Dem Account. So, dann schauen wir mal. Wir müssen in die Richtung. Bin ich jetzt hier richtig? Moment. Komme ich jetzt hier weiter? Komme ich hier nicht mehr hoch, oder? Man munkelt, Graf Rabenwacht hätte etwas Wichtiges in den Lord-Krater-Hügeln gefunden. Mhm. War es vielleicht eine Waffe? Oder ein uraltes Artefakt von unglaublicher Macht? Ja, mag sein. Mag sein, mag sein. Ja. Das ist hier immer so verwirrend, dass ich... Aua. Dass ich hier gerade gar nicht weiß, wie ich jetzt da hinkomme. Andere anscheinend auch nicht, weil da hinten war eine Sackgasse und mir ist hier einer schon entgegengekommen. Hier ist auch eine Sackgasse. Oh, Leute, ernsthaft, ich hasse es, hier durchzureiten. Das ist so blöd von den Straßen. Hier sind wir doch als erstes durchgelaufen, oder nicht? Wir müssen da hoch, theoretisch. Moment, hier. Ihr wollt mich jetzt... Ach, der steht hier direkt am Eingang. Oh, hätte man das nicht vorher sagen können. Ah, ihr seid zurück. Mit guten Nachrichten, hoffe ich. Optionales mit Welser sprechen, also machen wir das mal als erstes. Ich werde mit Zaira sprechen, wann es mir passt. Verdammt nochmal. Es ist besser, wenn sie noch ein wenig darüber nachdenken kann, was ich getan habe. Geht ihr hinein? Bringt mich nicht. Der Aufseher erwähnte, dass jemand kommen würde, um das Lagerhaus zu besichtigen. Kosch, glaube ich.
muss ein neuer Spieler sein. Vor meinem Ruhestand war mir dieser Name noch nie untergekommen. Habt ihr irgendwelche Theorien dazu, was Kosch mit dem Lagerhaus von Silberkralle will? Bei den Handelsfürsten von Abars Landung geht es letzten Endes immer ums Geld. Sich mit der Konkurrenz arrangieren, sie an die goldene Kette legen und dann genau davon profitieren. Doch bei diesem Lagerhaus ist es anders. Mein Ablenkungsmanöver hätte es eigentlich unattraktiv machen müssen. Was genau meint ihr mit euer Ablenkungsmanöver? Meine eigene Rezeptur. Als ich sie in eine Kiste voller Sägespäne kippte, stieg dichter Rauch aus ihr auf. Jede vernünftige Person würde nach einem Eimer Wasser greifen, um etwas zu löschen, was wie eine Flamme wirkt. Doch mit Wasser reagiert es gar nicht gut. Gar nicht gut? Es gibt mindestens einen ohrenbetäubenden Knall. Der Rauch verstärkt sich um das Zehnfache und riecht wie der Paarungsduft des weiblichen Drachenfrosches. Jedes lebende Drachenfroschmännchen der Stadt dürfte bis zum Sonnenaufgang im Lagerhaus angekommen sein. Hoffentlich verwechseln sie den Schuh von Kosch mit einem Weibchen. Nein! Euer Ernst? Ah, ihr seid zurück. Mit guten Nachrichten, hoffe ich. Ich bin nicht zurück. Ich bin diese blöden Tür entkommen. Habt ihr das Hauptbuch? War alles für die Katz? Oh, euch steht der Gram ins Gesicht geschrieben. Mein Herz hat sich vor lauter Verzweiflung schon zusammengezogen. Andererseits, ich bin im Deuten von Minen nicht sonderlich begabt. Und meine Nase hilft mir an diesem Ort auch nicht weiter. Also, umweht euch vielleicht doch der Gestank des Sieges? Ich habe euer Hauptbuch. Hier, bitte sehr. Wundervoll! Wurde mit meinen verräterischen Aufsehern angemessen umgesprungen? Ich will doch sehr hoffen, dass sie fortan ihrer Bequemlichkeit beraubt sind. Doch die anderen, die für mich arbeiteten, sind ohne Schuld. Sollten sie es wünschen, werden sie einen Platz in meinen neuen Unternehmungen finden. Ich muss mit Zaira sprechen. Und nun kümmere ich mich wieder um einen kleinen, bescheidenen Laden. Er ist bei den Docks, ihr könnt ihn nicht verpassen. Nun, man kann ihn schon leicht verpassen, weil er so schwer zu finden ist. Aber ihr seid stets willkommen. Übrigens, der Laden, wo ich eigentlich hin wollte, um das Ganze abzugeben, der ist gar nicht von ihm, ist mir gerade aufgefallen, sondern der ist von Schleicht Leise. So, einsammeln könnt ihr übrigens in der Diebesgilde nichts. Hier drüben. Ja, mit dir darf ich aber noch nicht sprechen. Soweit sind wir noch nicht. Wollt ihr euch etwas dazu verdienen? Es ist für eine gute Sache. Nein, im Moment nicht, aber den solltet ihr euch merken. Der gibt nämlich die Dailies hier von, ja, von der Diebesgilde. Doch, es zählt, glaube ich, auch für die Diebesgilde. Nee, ich wollte eigentlich... Wo bin ich denn jetzt gerade? Moment, hier bin ich. Ihr seid ohne Welser zurück? Ich könnte nicht behaupten, dass mich das überrascht. Ich bin schon Kamelen begegnet, die weniger stur waren. Nein, ich habe sie überzeugt. Sie meinte, sie würde kommen. Ich freue mich zu hören, dass Welser sich uns anschließen will. Ihre Fähigkeiten sind von unschätzbarem Wert. Nicht so überzeugend, oder? Ich muss wohl noch üben. Ja, und wir erhalten wieder unidentifizierte Handschuhe von Baharas Fluch und einen Fertigkeitspunkt. Ihr solltet üben, wie man mit geschlossenem Mund denkt. Oh, wunderbar. Da ist sie ja. Welser, eure kratzige Stimme würde ich überall erkennen. Wie ist der Ruhestand? Von mancher Sorte Ärger gibt es wohl nie ein Entkommen. Es ist sehr entspannend, Gildenmeisterin. Wusstet ihr, dass ich ein Unkraut nach euch benannt habe? Es wächst höher, als es sollte und stiehlt den Pflanzen um es herum mehr Wasser, als es dürfte. Es ist kaum zu glauben. Ihr wart doch nie von der Sorte, die sich gern die Hände schmutzig macht. Oh, es ist wahr. Das Danizaira-Kraut wächst am besten im Dunkeln. Es zurechtzustutzen bereitet mir jedes Jahr aufs Neue Freude. So wie ich sie in Erinnerung habe. Ja. Da sagen wir mal nichts mehr zu. Wir haben jetzt nur ein kleines Problem. Und zwar, wir haben jetzt noch keine neue Quest erhalten.
Könnten aber, glaube ich, eine kriegen. Oder das ist jetzt tatsächlich die... Nee, das ist, glaube ich, die von der Stimmen im Dunkeln. Nee, das ist die von der Dunklen Bruderschaft. Die können wir jetzt leider nicht annehmen. Wir haben die Diebesgilde jetzt auf ungefähr Level 2,5. Also uns fehlen noch 15 Punkte, um zu einem höheren Rang aufzusteigen. Das Problem bei der Sache ist, dass ich das allerdings machen muss. Also sprich, dass ich auf das nächste Level hochleveln muss, damit wir hier weitermachen können. Das heißt, ich werde jetzt meine Zeit damit verplempern, weil das halt doch immer sehr lange dauert, und viel Kopfgeld beziehen, indem ich das Ganze hier leveln werde. Leider gibt es jetzt keine Möglichkeit, das Ganze etwas schneller zu leveln, weil das noch nicht freigeschaltet ist. Ich glaube, das kommt dann beim nächsten Level, ich bin mir nicht sicher. Ich werde euch dann noch alles zeigen, was genau ich damit meine. Das heißt, sollte sich die nächste Aufnahme ein bisschen verschieben, dass es nicht direkt am nächsten Tag hochgeladen werden kann, dann tut es mir wirklich leid, dann habe ich es noch nicht geschafft. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich glaube, man kann die Dailies hintereinander annehmen, aber es kann auch sein, dass das nur noch alle 24 Stunden geht, dass das geändert worden ist. Also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich tue alles, damit wir uns schnell wiedersehen und ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.